Hallihallo, hier ist wieder Corazo. Wir sind zurück in Graveyard Keeper. Ich glaube, ich nehme ja echt mal die Bären alle mit, damit ich mich immer ein bisschen unterwegs Energie auffüllen kann, falls es doch mal leer wird. So. Ich wollte Honig sammeln. Fiel mir auch ein, das müssen wir auch noch machen. Ne? Deswegen gehe ich mal jetzt zu den Bienen wieder, traue mich ganz mutig da hoch. Und schau mal, ob wir da jetzt noch drei Töpfe Honig finden. An dem Baum war ich, glaube ich, schon. Ich glaube, den kann ich nicht nochmal, ne? Oder? Doch, der lässt mich nochmal ran. Kriege ich da aber jetzt aber nochmal Honig draus? Ja. Okay. Cool. Doch noch Honig dran. Okay. Brauchen aber noch mehr. Noch zwei weitere Töpfchen. Da haben wir nochmal einen Bienenstock dran. Und das waren die letzten. Sehr schön. Dann haben wir alles an Honig, was wir jetzt erstmal brauchen. Das ist doch gut. Dann gehen wir wieder runter zum alten Mann, der das haben wollte, würde ich sagen. Und bringen es ihm. Denn darum geht's ja bei Quest. Nee. Die alten Leuten das besorgen, was sie brauchen. Klingt jetzt irgendwie nein, falsch. Egal. Zwischen liegt hier eine vermutete Leiche? Nein! Was ist denn los zurzeit? Aber wir müssen mal unser Beet anschauen. Das sollten wir vielleicht wirklich tun. Sind die denn schon ausgewachsen? Nee, ausgewachsen sind sie noch nicht. Okay. So, noch ein paar Beeren sammeln. So, morgen können wir dann endlich unsere Kirche öffnen. Insofern da jetzt nicht irgendwas wieder verkommen ist. Und wir dann doch wieder unter dem Wert sind, den wir haben müssten. Ich hoffe mal nicht. Aber werden wir ja dann sehen, ne? So. Jetzt muss ich überlegen, wo kam, musste ich da jetzt nochmal lang? Ich glaube oben? Nee, doch, jetzt oben. Dann hier durch. Was denn hier runter? Nee. Aber da ist er. Da ist er. Hallo. Ding, dong, bing, bong. Ich bin der Diego. Ich bin der Diego. Diego. Hä, wie soll ich nur vier? Wieso ich jetzt nur vier Honig? Hatte ich nicht fünf? Och man, ganz Weg umsonst jetzt. Habe ich vielleicht einen zu Hause liegen lassen? Kann das sein? Hm. Ja, hier kann ich später angeln, ich weiß. Das lief ja jetzt wieder super. Pleiten, Pech und Pan mit Corazo. Hier kriegen wir später Sand, brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, hier oben ging es dann zur Stadt rein, aber vorher war hier das Lager, genau. Da kam ich, glaube ich, auch noch eine Quest her, wenn ich mich nicht irre. Riecht was Leckeres, Räuchiges. Ja, gehen wir mal hin. So. Wenn du jemanden suchst, der die Hand liest, solltest du in die Stadt gehen. Dort versuchen alle verzweifelt, genug Geld zu verdienen, um sich wenigstens ein trockenes Leibbrot kaufen zu können. Das ist ein wunderbarer Geruch. Was riecht denn hier so gut? Das ist großartig, oder? Das ist mein Kebab. Mein altes Familienrezept. Bring mir ein gutes Fischfilet und ich bringe es dir bei. So. Sonst können wir nichts machen mehr, okay. Also, ein bisschen Fischfilet. Ja, hier kommen wir noch nicht durch. Ich laufe jetzt einfach mal kurz durch die Pampa. Vielleicht entdecke ich ja was Schönes Neues. Nee, scheinbar entdecke ich nichts Schönes Neues. Hätte ja sein können.
dass hier irgendwas ist, aber nö. Naja, gut. Was tust du denn? Sieht irgendwie besonders aus, aber irgendwie auch nicht. Na gut. Vielleicht muss ich auch erstmal freischalten. So, ja, haben wir einen Tag fast schon wieder verschwendet, gell? Ach ja, wegen ein Honig. Wahrscheinlich liegt das bei mir zu Hause in der Kiste, ne? Das wäre jetzt echt wieder, Na gut. Dafür können wir heute dann, ne, zu unserer Kirche. Wir können ja immer schauen, ob da alles noch so weit in Ordnung ist. So, will ich noch ein paar Sachen abladen. Gucken, ob der Honig wirklich einfach nur in der Kiste ist oder nicht. Ja, ist er. 6 Stück habe ich sogar. Mann, das wäre so, ne, wieder immer so, ne? Ja. Auf jeden Fall. Super. Dann schlafen wir. Dann schlafen wir doch nochmal. Brauchen ja noch ein paar Stunden, bis es hell genug ist, damit der Typ hier auch drüben ist in der Kirche. So. So. Immer noch keine Leiche hier. Mensch. Der Esel lässt sich in letzter Zeit ganz schön Zeit dafür, ne? Anstatt Stempeln, dann scheint doch nicht so schnell. So. Friedhof ist wieder in Ordnung. Ich hatte wirklich schon den richtigen Eindruck von dir. Hiermit ernenne ich dich offiziell zum Wärter dieses heiligen Ortes und Prior dieser Kirche. Bereiten wir uns auf deine erste Predigt vor. Haha, was für eine Ehre für dich. Also stellst dich einfach da an die Kanzel und sprichst die Worte. Welche Worte? Die Worte, haha, eigentlich kannst du erzählen, was du willst. Weißt du, hier ist es gar nicht so übel. Häng ein paar Dekorationen auf, ein paar Kerzen, Musik, Weihrauchöl und dich eine für ganz schöne Mensa. Kurz gesagt, den Kram hilft dir dabei, deinen Glauben zu bekommen. Und Glaube es macht. Bam, neue Sachen, ehrliches Gebet und Perk Prediger. Bup, mein erster Art von Gebet. Und ich kann jetzt eine Predigt halten. Möge die Macht mit euch sein. Haha, nicht übel, nicht übel, aber meine Predigen sind viel besser. Du solltest dich wirklich besser auf deine nächste Zeremonie vorbereiten. Ich glaube, der letzte Prior hatte irgendwo Bücher mit den richtigen Worten in der Kirchenbibliothek. Du findest da bestimmt allerlei komisches Zeug. Er hielt sich nämlich für einen Wissenschaftler. Haha, das kannst du alles wegwerfen. So, Arbeitstisch, alte Bücher und wissbegierig Perk. Ich erzähle den Leuten von der nächsten Zeremonie. Vielleicht taucht ja nächste Woche sogar jemand auf. Übrigens ist es als Prior jetzt eine Pflicht, jeden eine Zeremonie durchzuführen. Ich kann dir ein paar nützliche Accessoires verkaufen. Haha. Oh, ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Rede einfach mit mir, wenn du bereit bist. Ha, jetzt muss ich aber los. Die Luft ist hier so trocken, das ist nicht gut für meine Haut. Achso, ich dachte schon, der geht jetzt doch nicht. So, ja, ich muss jetzt immer eine Predigt halten. Hier können wir momentan nichts. Das müssen wir erst alles wieder freischalten, ne? Theologie. Genau, Kerzen und so ein Zeug hier, ne? So. Aber wie er uns schon gesagt hat, in der Keller wartet alles auf uns. Jetzt haben wir den endlich freigeschaltet. So, können wir erstmal ein bisschen hier Sachen zerdeppern. Brauchen wir alles nicht. Weg damit. Notizen, ruiniertes Buch. Ist da kriegen wir jetzt alles Mögliche mit. Sehr schön. So. Da können wir jetzt studieren. Das heißt, wir nehmen jetzt ein bisschen Blut, ein bisschen Wissen, brauchen erst Wissenschaft. Wie war denn das Wissenschaft herstellen? Das muss ich überlegen. Über Notizen? Ja, über Notizen war das. So, zerlegen. Jetzt haben wir ein bisschen Wissenschaft.
Die Bücher könnten wir dann nicht nehmen. Okay. Wir lernen jetzt etwas übers Blut. Habe ich studiert. Und jetzt zack, 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 zack. Wissen. Sehr schön. Das können wir jetzt hier, ne? Blaue Orbs. Können wir jetzt auch investieren und neue Dinge lernen. Ja, Flugblätter. Aber wow, ich will erstmal die Druckerpresse und eben die haben. Das dauert, glaube ich, noch. Das müsste unter Handwerk vielleicht. Huch, abbrechen wollte ich doch gar nicht anklicken. Nee. Schmiede? Nee, Schmiedekunst kann es auch nicht sein. Landwirtschaft? Papier, Papier? Wo habe ich Papier? Bücher, lol, extra Punkt. Bücher schreiben vielleicht da? Duh. Oh Mann. Genau, müssen wir erstmal hier ein bisschen unsere Punkte investieren, damit es überhaupt weiterläuft. Ja, jetzt würde ich aber gerne mal ein paar Sachen wegpacken erstmal hier. So, das Blut zum Beispiel. Das Wissen lasse ich erstmal hier. Ah ja, warte mal. Das war doch auch. Fuck, das war doch was anderes. Mist. Da hat er aber kein Papier. Schnelligkeitstrank. Okay. Ach doch, durch den Zerstör. Ach, ich bin jetzt verwirrt. Warte mal. Genau, so, jetzt habe ich Schnelligkeitstrank gelernt. Boah, eine Worte, kompliziert wie sonst was. So, ja, den Rest nehmen wir wieder mit. Genau, das ist dann auch später mit unserem Keller verbunden. Wir haben jetzt doch nichts so an Metallzeug gefunden, sehr schade. Also wir sind jetzt Prediger und wissbegierig. Du krebst tiefer, findest das Wissen der Dinge. Einen Gegenstand zu studieren verrät dir vielleicht eine Geschichte. Ja, vielleicht, das können wir dann erhöhen mit Journalist. Jetzt muss ich selber mal überlegen. Sanfter Metzger, brauchen wir später. Das ganze Theologiezeug auch später. Ich müsste jetzt erstmal alle Bücher, nee, jetzt muss ich selber überlegen. Ich glaube, dich freischalten. Dann brauchen wir Kirchenarbeitstisch. Den haben wir, glaube ich, schon, ne? Den Kirchenarbeitstisch müssten wir schon haben. Was warst du? Arbeitstisch. Und der Kirchenarbeitstisch war dann was? Jetzt bin ich selber überfragt. Kurz. Den brauchen wir dann noch. Aber das können wir eh noch nicht. Den Tisch selber können wir auch noch nicht. Da fehlt uns die Materialien für, wie man sieht. Okay. So, ich sollte eh noch mit Typi sprechen, der müsste noch da sein. Oder? Nee. Aber jetzt haben wir das hier. Von Leiter der Königlichen Staatskammer. Wir sind froh, dir zur Wiedereröffnung der Kirche und des Friedhofs gratulieren zu können. Wir können dir außerdem mitteilen, dass du durch die Verwendung dieser Ländereien zum Suspekt königlicher Legislatur geworden bist. Alle Strukturen auf dem Ländereien verbleiben dem Besitz der Kirche. Alle Ländereien und Gebäude, die nicht tiefer als eins königlichen Alle Ländereien und Gebäude, die nicht tiefer als ein königlicher Sprung und vier königliche Sprungweiten betragen, gehören laut der uralten Abmachung der königlichen Familie und der Staat. Oh Gott. Durch diesen Briefkasten hast du Zugriff auf die Dienstleistung der königlichen Schatzkammer. Deine Steuern kannst du ebenfalls auf dem Postweg bezahlen. Schönen Tag noch und immer schön dran denken, König Joe der Siebte liebt dich. Okay. Hier kann ich Examinationserlaubung, Bürgerrecht, also erst gerade alles Mögliche dann später. Das brauchen wir aber noch nicht. Ja, der ist jetzt doch weg, ne? Super. Naja. Dann halt auch am nächsten Tag diese Aufgabe. Ja, ich muss jetzt erstmal weiterkommen. Was die Metallstücke angeht. Warte mal, oder kann ich die doch hier mit herstellen? Nee, ne? Hier kann ich nur, ja, schmieden halt, ne? Kohle, wo kriege ich eigentlich Kohle her? Das hätte ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Gut, packen wir erstmal das ganze Zeug hier hin, wo es hingehört. So, das Glaubenszeug, ich will nicht eine Kirche mir irgendwie, ein Dings machen soll. Na, egal. Ja,
Wo bekomme ich einfach Eisenstücke her? Oder gibt es vielleicht Karte? Ein Schmied in der Stadt? Holz, Stein. Ja, und den gibt es, den Schmied. Stimmt, bei dem waren wir ja schon. Vielleicht kann ich den nach einfach Metallstücken fragen. Vielleicht hat der ja was. Das könnte sein. Dann tun wir hier schon mal was wieder herstellen. Brauchen wir ja auch, ne? So. Und dann fällen wir mal wieder einen Baum. Brauchen wir ja auch wieder das Holz, ne? Immer schön nachholen. Nicht, dass uns irgendwann das Holz ausgeht. Na. Wollt wohl mähen hier. Ah, fast schon wieder Nacht, Mensch. Ja, hol noch ein, zwei Bäumchen und dann geht's Hayabu machen hier. Ne? So. Immer schön Holz holen. So. Beiseite. Ich will das aber wegmachen. So. Na gut, gehen wir her. Bubu machen. Haben wir noch. Ach man. Haben wir noch irgendwas im Winter? Ja gut, jetzt ist Holzzeug jetzt, aber ist mir wurscht. Gut, dann würde ich sagen, schlafen wir eine Runde. Kann ich eigentlich hier irgendwas? Nee. Schlafen wir eine Runde und beenden an der Stelle die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ihr alles da gerne einen Daumen da oder einen Kommentar, würde mich riesig drüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dahin. Tschüss.